Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und nach der letzten Folge, wo es schon Action gab, gibt es diese Folge auch wieder Action. Also, viel Spaß. Mein früherer Sergeant hat erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Sonderkommandos sind nie ganz astrein. Wenn man sein Handeln leugnen muss, war die ganze Aktion von vornherein nichts wert. Ja. Taylor, willst du was sagen? Commander? Taylor hat im ersten Moment gar nichts gesagt. Das ja. Unfassbar. So, das gelesen, markieren, ja. Wir wollten Ranoch-Mission machen, nämlich die Admiral Corus-Mission, weil ich denke, es ist wichtiger, den Anführer der Zivilflotte der Quarianer zu schützen, weil das ist halt dadurch dann wirklich die größte Schlacht. Die größte Dings der Galaxis. Ach, 100% haben wir ja schon. Flotte der Galaxis, ha, das Wort. Da hinten. So. Habe ich, glaube ich, schon mal gescannt, ne? Glaube ich sogar. So, Ranosch, ist das da richtig? Den Admiral retten, ja, richtig. Genau. Wir nehmen Tali mit, auf jeden Fall. Und kommt James. James haben wir schon lange nicht mehr mitgenommen. Tali, weil es Ranosch ist, ne? Auf ihrem Heimatplaneten gerne, warum nicht? Kriegt auch das Partikelgewehr. Und das Zielfernrohr-Dings. Das da bleibt. Ich habe 4 Punkte, das bringt gar nichts. Sie hat 14 Brandmunition. Macht die Effekte ihrer Munitionskraft mit 50%. Der wird den 6%, also bitte. So, 30% mehr Reservemunition. Okay, C. Ach, da fehlt ein Punkt. Verdammt. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist Corus so wichtig? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Ich kann es dir nicht verdenken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Dann schützen Sie die Zivilisten. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Es ja, Störturm. Seit Admiral Corus ein Raumschiff verlassen hat. Hoffentlich ist er in Ordnung. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Oha. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Ja, deswegen wollte ich sie gerne mal mitnehmen.
So. Ah, schöne Welt. Sieht ein bisschen aus wie... Wie... Das Flugabwehrgeschütze, Raketen? Die Geth müssen schon eine ganze Weile an ihrer Armee arbeiten. Sie hatten hier unten 300 Jahre lang Zeit. Dann sollten wir froh sein, dass nicht jeder eine Nuklearwaffe im Rucksack mit sich rumträgt. Death Valley, nicht Silicon Valley, wollte ich sagen. Silicon Valley, ja, auf jeden Fall. Ganz leise. Ja, schrei noch lauter. Aha, Ich kann, oh Gott, ich kann nicht schießen. Wow. Sind Sie okay, Commander? Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Was haben wir hier? Eine Javelin. Naja. Ist für mich eher ein Raketenwerfer. Da hinten habe ich wieder Gaff gehört. Ich sag, wir könnten die Gaff auf diesem Planeten auslöschen. Aber dann würde das den Krieg ein bisschen verzögern. Eieiei. Das hört sich ein bisschen an, immer wie so ein Elektroschocker. Da. Oha. Hey. Na wohl. Ach, komm. Nein, 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 nein. Was denn das nicht stört, dass wir brennen, ne? Ist halt so, denkt sich Shepard dann. Ich bin schon tot gewesen. War vor einem Reaper direkt. Ah, gibt's Schlimmeres. Abwehrgeschütze voraus. Das ist ja an wie ein Stromschocker. Bitte. Und dann diese 10 Kilometer Reichweite auch immer. Finde ich super. Wow! Oh oh. Ah, warum sind das denn immer zielversuchende Raketen? Das ist doch viel zu toll. So. Aua. Das hätte auch weh tun können. Tali wäre tot. Gottes Willen. Wäre es jetzt aber auch echt gewesen. Munition. Oh, ist da oben noch was? Guck mal, hier liegen noch Sachen. Die hätten wir einfach so übersehen. Huch! Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Ja, Tali. Tali, das ist Ihr Job. Kein Problem. Ja, ja. Achtung, geht! Ja, wunderbar. Nicht, dass das zu erwarten wäre, aber... Wow! So, habe ich irgendwas dagegen? Nee, das hat halt gar nichts gebracht. So, jetzt Munition. Und alles drauf. Um.
Scheiße. Wow. Hat das Ding unendlich Munition? Nee. Das hat gar keine Munition. Wow, wir sind hier gerade in irgendetwas. Wow. Das Flugabwehrgeschütz ist offline. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. Aha. Munition, was habe ich denn jetzt aufgesammelt? So. Weiter also. Perfekt, gut. Ja. Ich war eben gerade kurz abgelenkt, ich weiß auch nicht wodurch. Mist. Ja, kann doch nicht sein, ey. Ich laufe in jede beschissene Mine rein. Eine Schreddermod. Gef Einzelteile. Ich weiß gar nicht, ob ich mir was aus. Oh, wer ist das denn? Dornhurst. Sie haben meine Nachricht empfangen. Ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dornhurst. Ich säubere Maschinenteile. Was machen Sie hier? Ihr wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Stillhalten. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dorn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn. Sagen Sie Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dornhurst, was Runner. Auf zu diesem Turm. Was war noch? Das muss auch eine richtige Ehre sein, glaube ich. Machen wir erst den linken. Die linke Flak. Flugabwehrkanonen. So. Ich will mal gerade wissen, was hier unten ist. Wow. Hier ist. Beinahe. Nix. Uiuiui, was ist das denn? Eine ineffektive Waffe mit nicem Sound. Wow, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na, komm. Da. Ah. Alle schießen sie. Was ist das denn? So, wir müssen irgendwie hinter die Geschütze kommen. Hallo. Nice. Das Ding ist nice. Okay. Das bedarf keiner Überwindung. Ja. Alter, liebe ich diese Waffe. Hei, 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 damit macht Spaß.
So. So. Wer soll sich um das Geschütz kümmern? Tali wieder mal? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Das Geschütz sieht einsatzbereit aus, Commander. Das ist doch gut. Noch mehr Geld! Ach komm. Die haben nur 20 Schuss in meiner tollen Waffe. Shit. Das ist alles aber nicht gut. So, ich nehme jetzt nicht diese Pistole, aber es wäre mir zu einfach. Na. Wow. Ah, okay, Leute. Wir kümmern uns. Na, wunderbar. Erstmal um die Raketentypen. Wow. Jetzt um den. Nein, nein, nein. Okay. Das drauf. Waffen benutzt wir 13 Munition und was? Tschüssi! Wie weiß ich sowas immer nicht? Holen wir uns das letzte! Wow! Bei der Tür! Ich kann hier. Ich kann hier hin. Ich kann hier nicht hin. Aha. Tschüss. Ist ja nix. Interessant. Irgendjemand schießt hier. Schau mal, ist das sehr gut immer. Was ist das denn da? Geth Pyro. Meine Waffe hat, glaube ich, keinen Zaun mehr. Kann das sein? Puh. Was haben wir hier denn? Störsturmdaten. Sieht aus wie Daten über die Störtürme. Könnten nützlich sein. Ja. Müssen wir. Wir müssen da rein. Ich habe das schon, das Terminal nämlich gesucht. Ich dachte, das wäre das gerade irgendwo. Shepard schon dran. War. Hier, ich dachte, ich habe nach so einem Ding wieder gesucht, nämlich. So. Hallo? Sag mal. Warum mache ich denn keinen Zaun mehr? So. Ja, wir sollten mal dieses Flugabwehrgeschütz. Tali! In Ordnung. Schon dabei. Oh! So, ob da mal gleich wieder so ein Kommandant kommt. So ein lieber netter Freund. Huch! Wollte ich nicht. Der Elektroschocker ist aufgeladen. So, da hinten. Ich mag die Dinge. Wow, nicht schon wieder. So. Das hat die Munition schon. Wieso kann ich da nicht... Ach, da ist ein Spalt. Wow, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Nein, Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Ganz, ganz, ganz schlechte Idee gewesen. So, nochmal. Jetzt aber ein Gut. Oder ist das dieses. Sind das die Schussgeräusche? Diese komischen. Als würden Tier sterben Geräusche. Oh, da ist jemand an dem Geschütz dran gewesen. Ach so.
Ja, gut. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Wir kommen trotzdem. Wir helfen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Wir brauchen einen Friedensstifter. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Oh ja, oh. Jetzt kommen die dicken Dinger. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Hab ich gesehen. Oh Gott. Das ist auch eine nice Art der Mission. Wow. Also was finde ich auch mal gut, wenn da so eine Abwechslung ist. Wo? Oh, da. Na toll. Der Shuttle kriegt einiges ab. Oh Gott. Admiral, kommen Sie! Oha. Das war knapp. Willkommen an Bord. Huch, Shepard, was ist denn? Meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Ganz sicher, Admiral Corris. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen.
Das ist eine voll entwickelte KI. Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ich stimme zu. Das stimmt. Commander. Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Ich will Ihre Zerstörung nicht wirklich. Aber eigentlich müsste es so sein. Vielleicht findet man einen Kompromiss. Vielleicht müssen Sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja, es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit... Nein, ich bin für Rahn. Weitere Schiffe gefährden nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Schön, dass es sowas auch hier gibt. So. Tully. Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn Sie es sind, Shepard. Ihre Geschichte. Wie sind Sie wieder zu Ihrer Flotte gekommen, Tully? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Geth als die meisten anderen meines Volkes. Sie hatten den Sitz meines Vaters im Rat noch nicht besetzt und boten ihn mir an. Das ist aber nur Formsache. Um ein richtiger Admiral zu sein, bin ich viel zu jung. Nicht so bescheiden, Tully. Der Rat brauchte Ihre Kompetenz und Sie brauchten die Autorität, die mit dem Rang verbunden ist. Der Verlauf des Kriegs? Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zen hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Klingt nützlich. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laser-Pings. Zens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Nee. Wie ist es zurück in der Flotte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Kommen Sie mit mir? Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Wir reden später, Tully. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Ja. Ich bin da doch richtig. So, was sagen unsere beiden netten Leute wieder? Gar nichts? Das ist unfassbar. Was Sie macht haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander.
Admiral Corris hat die Zivilflotte wieder zurück in Stellung gebracht. Gerade noch rechtzeitig. Hoffentlich können wir den Quarianern helfen. Denn letztlich, wenn wir scheitern, geht's ihnen genau wie uns. Wir werden nicht scheitern. Verdammt richtig. Das werden wir nicht. Commander? Shepard? So, was habe ich denn jetzt für Nachrichten hier? Mein Cousin Dorn. Von Naftil Vasgrilu geholt. Commander Shepard, die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns euren treuen Admiral zurückgebracht haben. Ich trauere um alle, die auf der Heimatwelt gefallen sind, aber Zahl Koris hat verhindert, dass viele Schiffe direkt vor die Geschütze der Geth geflogen sind. Der Admiral hat mir erzählt, dass Sie meinen Cousin Dorn Harst auf Ranoch getroffen haben. Es bedeutet mir viel, dass Dorn bei seinem Tod nicht allein war. Danke, Commander, für alles, was Sie getan haben. So, und damit kann ich einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.